Sein Gesicht eilt ihm stets voraus. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und so sehen seine Jünger aus, die gestern im Hürthpark Stunden auf ihn warteten. Aber erstmal kamen die Stars und Sternchen. Die Soap-Szene war gut vertreten und auch der WDR hatte seine Besten ins Rennen geschickt. Was würden Sie ihn am liebsten fragen? Wie er eigentlich auf diesen ganzen Blödsinn kommt. Echt beknackt. Eben Mr. Bean. Promotion-Tour für seinen Kinofilm, der das wahrscheinlich gar nicht nötig hätte. Der echte Bean-Fan lässt sich auch durch die Werbung nicht abschrecken, den Film zu sehen. Darin spielt er einen Museumsangestellten, der plötzlich zum Kunstexperten wird. Die Katastrophe nähert sich dem Höhepunkt, als Bean dann auch noch versucht zu kochen. Als Appetizer bietet er rohe Zwiebelstückchen an. Die bekamen auch seine Gäste gestern Abend serviert. Rache ist süß. Auch wir haben für Mr. Bean gekocht. Mr. Bean, I cooked for you. Thank you. Thank you so much. I saw it in the film and I think you like it. My favorite delicacy. It's a special one, I think. Lovely. Thank you. Very nice.